mà bây giờ em muốn hỏi là giữa hai đứa một cái lần cuối để cho nó chắc ăn. Rồi, tức là rồi tao thì lớn tao mới nói chuyện với nhau được. Rồi, tức là bây giờ là trước hết là bố hỏi là hai đứa mày có yêu nhau thực sự không? Và có quyết tâm là... Yo Leute, heute kommt Heiratsantrag Teil 2. Und zwar ist der Heiratsantrag ja noch nicht zu Ende mit den Fragen von Hazel. Wenn ihr das Video nicht geschaut habt, dann guckt nochmal. Jetzt kommt wirklich der wirklich unangenehme Teil für mich. Und zwar habe ich ja schon angekündigt, dass ich Hazels Eltern jetzt fragen werde. Ja, eigentlich wollte ich Hazels Eltern schon fragen, bevor ich Hazel frage. Aber Hazels Schwester hat gesagt, ich soll lieber Hazel zuerst fragen, weil Hazels Eltern, die sind echt Klappermäuler. Und sie hätten halt die Überraschung für Hazel ruiniert. Naja, was mir eigentlich auch recht kam, denn ich habe mich davor richtig gedrückt. Ist eigentlich auch bei Deutschen normal, dass man zuerst die Eltern fragt eigentlich und dann erst die Frau? Ach, den Segen zu holen ist eigentlich normal, ja. Auf jeden Fall gehen wir jetzt erstmal nochmal nach Spandau. Und der Grund, warum ich eigentlich so ein bisschen aufgeregt bin, ist, mein Vietnamesisch ist halt nicht gut genug, um jemanden zu fragen, ob ich deren Tochter als Frau nehmen darf. Zur Frau nehmen darf. Was soll ich da sagen? Einmal Geld auf den Tisch. Joke. Ich lach dich richtig aus, dass du das machen musst. Kannst ja auch einfach nicht machen. Das musst du, aber ich gönn dir richtig. Mein Vater hat mich gerade angerufen und gefragt, wann es heute stattfindet. Frank, zu Hause, Gonglin, ja. Themen, die, Dung. Ja. Also ich glaube, die sind auch ein bisschen nervös. So zu meinen Eltern, damit unsere Eltern sich treffen und dann sich fragen. Oh! Sein. Ach so. Ja, ein bisschen peinlich, oder? Ja, unangenehm. Ja, voll. Ihr Lieben, schön Glück. Wir sehen uns. Viel Glück und viel Spaß. Viel Spaß euch Hazel, auch. Hazel, mach's gut. Wie ciao. Ihr. Macht ihr das nicht auch in eurer Kultur? Ja, doch. Ja. Wünsch mir Glück. Viel Glück, Mann. Ich kenne deren Eltern jetzt schon auch sehr, sehr lange und die kenne ich auch schon seit 7 Jahren. So, Hazel hat mir nämlich schon ihre Eltern nach 2 Wochen vorgestellt. Das ging mir gerade alles sehr schnell und ich meine, wer hätte damals gedacht, dass wir 7 Jahre danach das Gespräch haben werden. Ich bin jetzt wieder zu Hause. Hazel ist jetzt bei ihren Eltern, die haben jetzt noch einen Umzug und so. Die Eltern wissen Bescheid, meine Eltern wissen Bescheid. Es ist diesmal keine Überraschung. Es ist diesmal eher diese Nervosität von mir. Unsere Eltern kennen sich und die haben sich im Leben 2-mal getroffen oder 3-mal, 2-3-mal getroffen, aber jetzt nicht so eine tiefen Gespräche geführt. Obwohl meine Mutter und ihre Mutter waren schon zusammen im Urlaub 2-mal, also ja, kann schon tief gehen. Ich meine, wer kennt's denn? Meine Eltern können manchmal sehr peinlich sein. Ich habe wirklich keine Ahnung, was ich sagen soll und ja, mal gucken, Alter. Habt ihr nicht schon so Gespräche? Ich glaube, das wird jetzt gar nicht so schlimm, weil ich ihre Eltern jetzt wirklich sehr, sehr gut kenne. Puh. Diesmal heule ich nicht fast, aber innerlich heule ich, weil ich so nervös bin. Oh Mann, ihr könnt es gar nicht glauben. Aber ich gehe jetzt erstmal zu meinen Eltern. Ich gehe mich erstmal rasieren. Irgendwie hätte ich auch noch zum Friseur gehen sollen, aber zu spät. Ich glaube, Hazel wird bei diesem ganzen Spektakel gar nicht dabei sein, weil sich ja eigentlich nur die Eltern treffen. So, eigentlich. Ja, auch das, worauf ich mich am meisten freue, ist das Essen, denn Hazels Eltern haben schon ein richtig gutes Essen vorbereitet. Ja, und ich habe heute fast noch nichts gegessen, also darauf freue ich mich. Auf das andere bin ich eher ein bisschen nervös und freue ich mich eher nicht drauf. Hallo, Ma. Con lát nữa có cần nói gì không? Nói cái gì để ba cứ nói. Thì ba nói, ba bảo là thứ hai đứa cháu đi gặp mặt ông ba thì hai đứa nó quen nhau, yêu nhau. Thế thôi, ba chỉ nói thế. Sắp xếp khi nào có thời gian thuận tiện thì ông xin ông ba cho hai đứa nó cho gia đình đi lễ thế. War Biert? War Biert jetzt schon mit. Ich hoffe, ich sehe auch gut aus. Meine Haare sehen gerade so lauchig aus, aber was soll's. Mein Vater hat sogar Champagner mitgenommen. Mann, ich bin so aufgeregt, aber meine Eltern gar nicht. Ai đi trước con hay là má? Con đi trước. Con đi trước hả? Không, ba đi trước, ba vì má đi trước, con đi sau. Đây. Bạn này bạn này được quét chưa? Bạn này thì quét rồi. Em sẽ thấy anh đó. Dạ. Em tin lâu rồi. Em cho anh. Em biết anh là biết anh nhưng mà lâu rồi đó. Die gucken erstmal Fußball. Schaut mal, ich bin hier sogar auf Familienfotos drauf. Hier,
Es war, als wir uns das erste Mal gesehen haben, also ich und die Familie. War schon ein bisschen später, 2016, glaube ich. Ach, ich bin sogar im Familienfoto im Wohnzimmer. Hase kommt auch gleich, dann ist die ganze Familie da und dann glaube ich, kommt die Frage. Warum bist du hier? Ich habe meinen Vater gefragt, was soll ich sagen? Er hat einfach alles aufgesagt, schon im Auto. Konnte richtig gut. Rồi được rồi, cảm ơn bây giờ thế này. Bây giờ đóng đủ nhà cửa nhà rồi. Ông của bà Việt quái chưa? Dạ. Hai đứa nó quen nhau, và chúng mình thì quen nhau trước rồi. Thì bây giờ thì hôm nay thì nhại là con nó nói là muốn đến thưa chuyện với ông bà. Trước hết á là đi em trả lời anh chị em phải hỏi hai đứa nó đã. Thế thì quen nhau và cả con cả cháu thì tính ra là khoảng 7 năm rồi đó. Giờ hai đứa một lần cuối để cho nó chắc ăn. Thế mà người tôi cao thì người ta mới nói chuyện với nhau được. Rồi. Thế là bây giờ là thực hiện là một hỏi là hai đứa phải yêu nhau thực sự không? Và có quyết tâm là đi đến xây dựng hạnh phúc. Con cũng xác định đây là một cái tình yêu đích thực. Và tức là con cũng có tình yêu ngược lại rồi. Có. Rồi cả con quyết Wie ihr gesehen habt, ist es vollbracht. Ich habe jetzt nicht alles natürlich reingeschrieben, was sie gesagt haben. Auf jeden Fall waren die großen Worte, dass wir eine Familie jetzt sind. Und ich freue mich auch sehr, dass unsere Eltern sich gut verstehen. Ich freue mich auch, dass Hase sich mit meinen Eltern versteht und ich mich mit ihren. Über die Jahre haben wir echt schon viel zusammen gemacht. Ich glaube, ich werde die Hochzeit nicht vloggen, aber so ein paar Updates kann ich euch ja immer geben. Ihr fragt euch auch sicherlich, warum habe ich das gefilmt? Das ist doch eigentlich voll privat. Naja, das Ding ist, Vietnamesen ticken halt ein bisschen anders. Die freuen sich, wenn das aufgenommen wird. Die freuen sich, wenn die ganze Familie in Vietnam das sieht. Und wahrscheinlich sehen das auch viele von meinen Freunden. Und das ist auch schön, das zu teilen. Ne? Das Witzige ist einfach jetzt, dass ich Hazels Eltern Bo und Mä nenne, also Mama und Papa. Warte mal. Ja, ja. Mä. Und sie hat meine Bama. Für die Vietnamesen unter euch, die verstehen es wahrscheinlich, Bo Mä ist so wie Hase ihre Eltern nennt und Bama ist wie ich meine Eltern nenne, weil meine Eltern aus dem Süden kommen und ihre aus dem Oben. Wird es bald mehr Vlogs geben? Ja, natürlich wird es bald mehr Vlogs geben. Ich glaube, ich habe mein Leben bald wieder unter Kontrolle. So viele Projekte am Start sind. Freitag ist schon das Blackpink-Konzert. Nice. Wer mich sieht, gerne Hallo sagen. Ich bin bei VIP. Ich hoffe, das werde ich auch vloggen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und dieser Einblick in diese Kultur hat euch gefallen. Vor allem haben meine Eltern auch gesagt, wir haben es von unseren Großeltern und so gelernt und deswegen mussten wir das genauso machen wie das und wir wollen die Kultur beibehalten und das ist schön. Ich und Hase werden versuchen, weiterhin unsere Kultur natürlich beizubehalten. Und ich habe diesmal nicht so viel bewegende Worte. Ich hoffe, es war trotzdem ein schöner Vlog. Und ich freue mich auf die Zukunft. Bis zum nächsten Mal. Ich sollte echt in meinem Frisur.